Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. In dieser Sendung sprechen wir über den DAX. Der deutsche Leitindex hatte einen erfolgreichen Aufschlag in das Jahr 2022. Allerdings gab er danach einige Punkte ab. Während wir gerade sprechen, ist auch die Marke von 16.000 Punkten gerissen. Als Experten haben wir heute Thomas Gebert mit dabei. Er verrät uns, wie es für den DAX in diesem Jahr weitergeht. Herr Gebert, schön, dass Sie da sind. Ich starte direkt mit der ersten Frage. Sie hatten in der letzten Sendung gesagt, dass der DAX weiterhin steigen wird. Das tat er zunächst auch. Jetzt gerade haben wir einen kleinen Rücksetzer. Wie geht's weiter? Also, schauen wir uns das mal auf dem Altor zunächst mal. Hi, Frau Anders, ich freue mich, dass Sie mich in Ihre Sendung eingeladen haben. Dankeschön. Schauen wir uns vielleicht mal den Chart an. Den Tag, an dem ich das letzte Mal in Ihrer Sendung war, habe ich mit einem schwarzen Pfeil markiert. Damals nahm ich an, dass es in den nächsten Wochen nach oben gehen wird, von diesem einen Paniktag abgesehen, 20.12., als die Omikron-Welle begann sich abzuzeichnen. Abgesehen ging es danach deutlich nach oben. Soweit so gut. Dann am Tag A', das war der 28.12., der mit A' markiert, hatte ich vermutet, dass wir beim DAX zunächst auf einem kurzfristigen Gipfel gelandet sein könnten, weil 30 Börsentage zuvor, klein a, hatte der DAX auch einen kurzfristigen Gipfel. 30 Börsentage ist so ungefähr der Takt, auf dem sich die Stimmungsänderungen abspielen. In New York war auch dieser Tag A' der Hochpunkt. Der Nasdaq hat ja fast 10% verloren von der Spitze ins Tief hinein. Und auch der S&P hatte an dem Tag den höchsten Punkt und gab danach. Und der DAX machte noch einen Schub nach oben die nächsten drei Tage, fiel dann aber wieder zurück auf diesen Punkt A'. Es ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass der DAX Stärke zeigt, sowohl gegen die amerikanischen Börsen als auch gegen in einer Zeit, in der normalerweise vom Rhythmus her eher schwächere Kurse vorgesehen wären. Das sieht eigentlich ganz gut aus für den DAX. Also rechnen Sie damit, dass es jetzt weiter bergauf geht? Ja, ich nehme an, wenn wir den heutigen Tag mal sehen, den ich mit B' markiert habe, also das war eher gestern, der Montag, den heutigen Tag habe ich noch nicht eingezeichnet, dann sehen wir, dass es 30 Tage zuvor, klein b, auch unter Schwankungen zunächst seitwärts, aber dann eine neue Bewegung in neue Höchstkurse startete. So nehme ich an, dass wir auch wie 30 Börsentage zuvor zunächst ein paar Schwankungen mit einer Seitwärtsbewegung, aber dann doch deutlich eine Tendenz zu neuen Höchstkursen. Und ich meine, in wenigen Wochen sollten wir schon neue Allzeithochs beim DAX erreicht haben. Ja, am letzten Allzeithoch ist der DAX ja nur mit einer Differenz von 5 Punkten vorbeigeschrammt. Sie haben jetzt die nächsten 30 Tage in Aussicht gestellt. Mal einen Gesamtüberblick auf das Jahr 2022. Was sagen Sie dazu? Also der DAX entwickelt sich einigermaßen so wie die US-Konjunktur. Das verwundert nicht. Vielleicht können wir uns dazu einmal die zweite Grafik ansehen. In der habe ich den deutschen Aktienindex über den US-Einkaufsmanager-Index im verarbeitenden Gewerbe gelegt. Dieser Einkaufsmanager-Index, im kurzen ISM genannt, ISM Manufacturing. Man sieht, dass die Übereinstimmung einigermaßen da ist. Der DAX richtet sich so ein bisschen nach der US-Konjunktur, ist auch nicht verwunderlich. Dann verkaufen die Deutschen, damit geht auch die Weltkonjunktur hoch, wenn es in den USA gut läuft, und dann verkaufen die deutschen Firmen natürlich mehr. Zwei deutliche Abweichungen vom DAX gegenüber diesem Einkaufsmanager-Index sind zu sehen. Das ist 2019, das war der Handelskrieg mit China. Der hat offensichtlich den USA mehr geschadet als uns zum Beispiel, dem DAX. Und dann auch im Jahr 2015, in den ersten Monaten des Jahres 2015, schoss der DAX auch ziemlich nach oben, ohne dass die Wirtschaft in den USA das gerechtfertigt hätte. Das lag aber an diesem sehr stark gestiegenen Dollar. In wenigen Monaten war der Dollar damals 20% gestiegen und so kommt diese zweite Abweichung zustande. Ansonsten richtet sich der DAX so einigermaßen nach dem Konjunkturverlauf in den USA. Wenn der Handelskrieg mit China jetzt die US-Konjunktur beeinträchtigt hat, können wir bei den aktuellen Lieferschwierigkeiten und Lieferengpässen, die es gibt, auch damit rechnen, dass es zukünftig zu einer Beeinträchtigung beim DAX kommen wird? Natürlich beeinträchtigen Lieferengpässe auch den DAX, aber da scheint sich die Situation ein bisschen aufzulockern. Bei diesem Einkaufsmanager-Index, den ich gerade zitiert habe, ISM, für Institute for Supply Management, wird auch von den Einkaufsmanagern oder Firmenchefs erfragt, wie die Lieferzeiten, die Lieferverzögerungen von den Zulieferern aussehen.
Und dieser Wert ist von den letzten 2 Monaten von 74 auf 64 gesunken. 50 ist das Normale, wie wenn der Betrieb normal läuft. Wir haben also noch ein bisschen Schwierigkeiten, aber das scheint sich doch sehr deutlich aufzulösen. Insofern, glaube ich, brauchen wir da jetzt für die Zukunft den Punkt nicht so sehr zu beachten. Herr Gebert, jetzt wirklich mit Blick in Richtung Zukunft. Sie haben gesagt, es entwickelt sich ähnlich wie die US-Konjunktur, aber wir sehen ja jetzt nur die letzte Zeit und nicht, wie es zukünftig sein wird, oder? Ja, das ist richtig. Dazu habe ich einmal zwei dieser ISM-Index, hat 5 Unterkomponenten. 2 davon habe ich mal voneinander abgezogen, und zwar die Auftragseingänge, und von diesen Auftragseingängen habe ich die Lagerbestände abgezogen. Und die dann 3 Monate in die Zukunft nach rechts zeitversetzt über den ISM gelegt. Und das führt einigermaßen zur Deckung. Das heißt also, es macht, insofern ist das auch logisch, wenn die Auftragseingänge sinken relativ zu den Lagerbeständen, dann bedeutet das weniger Produktion in der Zukunft. Also nimmt tatsächlich diese Differenz den kommenden Wert des ISM und damit der US-Wirtschaftstätigkeit etwas voraus. Man hat mit dieser Differenz so einen leichten Frühindikator, wie es mit der US-Wirtschaft und damit auch mit dem DAX weitergehen könnte. Und welches Fazit schließen Sie daraus? Dieser Rückgang der Auftragseingänge jetzt in den letzten 2 Monaten deutet zwar einen Rückgang des ISM in der Zukunft an und damit vielleicht auch eine etwas günstigere Entwicklung des DAX, aber das sollte man nicht überbewerten. Das kann jetzt dem Omikron-Virus geschuldet sein, dass da kurzfristig Verunsicherungen aufgetreten sind. Das muss jetzt nichts Schlimmes bedeuten. Man kann es aber beobachten, sollte sich diese rückläufigen Auftragseingänge doch in einer Nachlassen der US-Konjunktur auswirken, dann könnte das doch Auswirkungen auf den DAX haben, jetzt auf 3 Monate Sicht, nicht in den nächsten Wochen. Und was heißt das konkret für Anleger? Sollten die sich jetzt von ihren Aktien trennen und nicht mehr in den DAX investieren? Nein, das auf keinen Fall. Bargeld ist keine Option. Was in so einem Fall bei einer Abschwächung der US-Konjunktur sinnvoll ist, ist ein bisschen Wumm aus dem Depot zu nehmen, dass man vielleicht ein oder zwei konjunktursensible Aktien verkauft, jetzt wie Daimler, WS, Covestro, die ziemlich deutliche Korrelation mit der US-Wirtschaft, Wirtschaftstätigkeit aufweisen, und sich dafür etwas defensiver aufstellen und 1, 2 konjunkturunsensible Werte, wie vielleicht Nestle oder AB InBev, die Brauerei Anheuser-Busch, zu nehmen, oder vielleicht eine kleine Position währungsgesichertes Gold. Also es geht nur darum, sich vielleicht dann, wenn es soweit ist, ein wenig defensiver aufzustellen. Also nicht ganz so sportlich, sondern vielleicht bei einer möglichen Abschwächung der Konjunktur etwas defensiver. Aber soweit ist es noch nicht. Thomas Gebert, vielen herzlichen Dank für die Antworten. Danke, Frau. Liebe Zuschauer, wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder mit Herrn Gebert in dieser Sendung. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin, machen Sie es gut.